Ich warte einfach immer, bis sie sich bei mir meldet. Da kannst du nie was falsch machen mit. Denn wenn sie Interesse an dir hat, wird sie dich sehen wollen. Das ist so einfach. Ich habe 10 Verhaltensweisen, die die meisten Männer unbewusst bei Frauen falsch machen. Ich würde an deiner Stelle mit dieser Scheiße aufhören. Sie verliert das Interesse. Viele Männer sind nur halbwegs blue-pilled und denken sich bei diesen 10 Verhaltensweisen nichts dabei. Der letzte Punkt ist aber der wichtigste. Ich will, dass ihr alle Punkte verinnerlicht, deshalb bleibt dran. Ihr solltet alle Verhaltensweisen aus eurem Leben eliminieren. Schluckt diese 10 kleinen roten Pillen. Like das Video und abonniere meinen Kanal, um zukünftig keine weiteren Videos mehr zu verpassen. Der erste Punkt ist Eifersucht zeigen. Ich sehe das so oft. Irgendein Typ steht da mit seiner Freundin und die Freundin wirft ein Auge auf einen anderen Typen. Der Freund zieht sie sofort zu sich oder hält sie an den Arm. Prügel ihn, Centurio, für diese Unverschämtheit. Au! Du teilst ihr nämlich unterbewusst mit, dass sie über dir steht und dass du Angst hast, sie zu verlieren. Sie ist also der Preis und du bist emotional abhängig von ihr. 2 große Red Pill Straftaten auf einem Streich. Du kannst es ohnehin stoppen und sie gehört dir nicht. Auch wenn ihr eine Beziehung habt, merkt ihr das. Sie gehört dir nicht. Der zweite Punkt ist, ihr textet ihr immer zuerst. Das ist eines der Punkte, wo sich viele nichts dabei denken. Wenn du dir die Nummer von einer Frau holst, kannst du ihr natürlich als erster schreiben, um ein Treffen zu vereinbaren. Das ist okay. Ich meine damit regelmäßige Treffen vereinbaren. Schreib ihr niemals zuerst. Du zeigst ihr damit, dass du nicht viel im Leben zu tun hast. Du vermittelst ihr damit deine Bedürftigkeit. Lass sie damit immer zu dir kommen. Das ist auch ein Anzeichen, dass du noch nicht voll in deinem Frame lebst. Deine Priorität muss immer bei deinen Zielen im Leben liegen. Die Frau kommt zu dir. Und ebenso, wenn sie sich zuerst bei dir meldet, dann texte ihr nicht sofort zurück. Nein, 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 nein! Ich antworte meistens nicht vor 16 Uhr und warte dann auch immer mindestens für 30 Minuten, bevor ich ihr antworte. Einige Freunde von mir wenden auch die 2-1-Ratio-Regel an, also alle 2 Stunden darfst du ihr nur einmal texten. Das funktioniert beides, das Prinzip bleibt nämlich gleich. Sei nicht permanent erreichbar. Das ist übrigens eines der Hauptgründe, warum Frauen Männer ghosten und vor einem Treffen flaken und der Mann sich dann fragt, hä? Warum? Du vermittelst ihr damit nämlich, dass du permanent erreichbar bist. Dein Leben ist wohl nicht aufregend genug. Sie wird deine Textnachricht nicht wertschätzen, glaub mir. Ihr habt bestimmt alle schon die Erfahrung gemacht. Schreib ihr sofort zurück und sie wird dann Wartespielchen mit dir spielen. Lass sie einige Zeit warten und sie antwortet sofort zurück. Selbst wenn du nicht so viel zu tun hast im Leben, ja, also mal abgesehen von deinem Vollzeitjob, solltest du zumindest so tun, als wärst du beschäftigt. Glaub mir, es ist immer noch bei weitem besser, als ihr sofort zu texten. Denn sie hat ja keinen blassen Schimmer, was du gerade wirklich tust. Der dritte Punkt ist, ihr trefft euch bei ihr zu Hause. Das klingt ein wenig übertrieben in euren Augen, aber ich erkläre euch auch warum. Die Vorteile davon, wenn sie zu dir kommt, habe ich übrigens in einem Video, wie sie in dich investiert, erklärt. Ich werde es mal verlinken. Jetzt kommen die Nachteile, wenn du zu ihr gehst. Du vermittelst dir unterbewusst, dass sie der Preis ist. Frauen mögen Männer, die permanent beschäftigt sind. Viele Männer sind total durstig und fahren sogar eine ganze Stunde zu ihr. Dann ist er da und ist total enttäuscht, weil sie kein sexuelles Interesse hat. Hör auf, zu ihr zu gehen und trefft euch auch nicht auf halbem Wege. Sie muss immer zu dir kommen und sie investiert damit in dich. Du vermittelst damit auch Dominanz und zeigst ihr, dass du eine Frau suchst, die deiner Führung folgt. Du suchst eine kooperative Frau. Viertens, du fragst sie, ob es ihr gut geht. Wieder etwas, wo der Blue Pillar sich nichts dabei denkt. Was du damit eigentlich versuchst, ist zu gucken, ob sie noch Interesse an dir hat und wo ihr beide steht. Denk an den ersten Punkt, sie muss dir immer schreiben. Dazu zählen aber auch andere Verhaltensweisen. Ich gebe dir mal noch 2 weitere Beispiele, mir fallen so viele ein, aber ich will das Video nicht zu lange machen. Sie verabschiedet sich von dir und du sagst zu ihr, melde dich bei mir, wenn du zu Hause bist. Jetzt hör schon auf mit der Scheiße, ja? Was ihr stattdessen tun müsst, ist der Frau Zeit zu lassen, den Tag überhaupt zu verarbeiten und einfach mal abzuwarten, bis sie sich bei dir meldet. Ein weiteres Beispiel. Du fragst sie, ob sie einen schönen Tag mit dir hatte. Natürlich hatte sie das. Geh immer davon aus, weil sie Zeit mit dir verbringen durfte. Du hast Angst, sie zu verlieren, bist abhängig von ihr und suchst Bestätigung. Der 5. Punkt. Du willst sie ständig sehen. Viele Männer wollen eine Frau mehrmals die Woche sehen, weil sie glauben, dadurch behält sie das Interesse oder es entwickelt sich sogar Interesse. Glaub mir, es ist genau andersrum. Wenn du dich 2 Wochen bei einer Frau nicht meldest,
wird sie nur umso mehr Interesse an dir entwickeln. Vorausgesetzt, es bestand jemals Interesse und du warst nicht nur ihr Typ für bestimmte Dienstleistungen. Viele glauben auch, sie würde sich mit anderen Typen treffen, wenn du nicht wenigstens einmal die Woche sie fragen würdest, ob sie was mit dir machen will. Aber was soll's, das kannst du ohnehin nicht verhindern, glaub mir. Du kannst keine Frau auf der Welt davon abhalten, andere Männer zu sehen, wenn sie es will. Merk dir das. Ich habe die Regel, maximal zweimal die Woche ein Treffen mit einer Frau. Ich melde mich niemals bei Frauen. Es gibt einige wenige Ausnahmen. Es ist übrigens auch genauso dumm, ein weiteres Treffen mit ihr vereinbaren zu wollen, während ihr gerade Zeit miteinander verbringt. Du bist emotional von ihr abhängig und fragst sie dann, hey, wie sieht's nächste Woche Freitag aus? Wollen wir da schon mal das nächste Treffen vereinbaren? Wollen wir da was zusammen machen? Das turnt Frauen total ab und würde mich auch total abtören. Ich warte einfach immer, bis sie sich bei mir meldet. Da kannst du nie was falsch machen mit. Denn wenn sie Interesse an dir hat, wird sie dich sehen wollen. Das ist so einfach. Hör auf, deine Hobbys und Freunde zu vernachlässigen, nur um jedes Wochenende Platz für diese Frau zu schaffen. Ich habe über die Jahre so viele männliche Freunde verloren, weil diese Bluepiller beschlossen haben, ständig mit der neuen Freundin abzuhängen. Ein Freund hat immer Prio. Und wer das nicht wertzuschätzen weiß, der hat keinen Rat mehr verdient. So viel halte ich von dir, Arschloch. Gar nichts. Merk dir immer, sie muss sich Zeit für dich nehmen. So investiert sie nämlich in dich. Denn du lässt sie ein Teil deines Lebens sein, deines Frames sein und nicht andersrum. Wenn sie das nicht will, lass sie gehen. Geh bloß nicht nach, denn das zeigt, dass du keinen hohen Wert hast und dich leicht beeinflussen lässt. Wenn sie also schreibt, sie kann nicht und ob du vorbeikommen kannst, dann sagst du nein. Sie will es sich nämlich einfach machen und das zeigt damit nicht genug Interesse von ihrer Seite. Eine Frau, die an dir interessiert ist, wird Berge versetzen, um dich zu sehen. Sechstens, du machst ihr Geschenke. Hör auf, ihr Geschenke zu machen. Viele Bluepiller haben Streit mit einer Frau und um es wieder gut zu machen, kauft ihr beispielsweise Blumen. Was du nicht verstehst, ist, dass du dich von Anfang an nicht auf die Streitigkeit hättest einlassen sollen. Wenn sie dir das nächste Mal blöd kommt, dann nimm die Kraft wegzugehen, ohne ihr Emotionen zu schenken. Mit Geschenke kannst du eine Frau ohnehin nur temporär glücklich machen. Egal wie teuer das Geschenk ist. Versuch niemals Interesse bei einer Frau zu wecken, indem du ihr Geschenke machst. Interesse ist entweder da oder nicht. Es lässt sich nicht erkaufen. Damit ziehst du nur Frauen an, die an deiner Börse interessiert sind. Siebtens, sprich niemals über Ex-Freundinnen von dir und auch nicht über Ex-Freunde von ihr. Das ist ein Tabuthema und das geht immer schief, pass auf. Du denkst dir in diesem Fall, wenn du ihr erzählst, wie deine Ex dir übel zugespielt hat, wird sie Sympathie entwickeln. Wie süß. Glaub mir, es ist mal wieder genau andersrum. Sie wird sich nämlich denken, ist dieser Typ es wirklich wert? Warum hat sie das wohl mit ihm gemacht? Irgendwas stimmt bestimmt nicht mit ihm. Und dann wird sie permanent irgendwas suchen, was wohl eventuell nicht mit ihr stimmt. Ja, du bringst direkt eine negative Stimmung auf. Und sie wird sich auch fragen, ob du irgendwann schlecht über sie sprechen wirst, wenn sie eventuell irgendwann mal zu deiner Ex wird. Achtens, du bist ein Ja-Sager. Lerne doch gefälligst Nein zu sagen. Du sprühst damit Dominanz aus, indem du Nein sagst. Sag immer sofort Nein, wenn dir etwas nicht gefällt oder du keine Lust auf etwas hast. Dieses Wort ist unheimlich wichtig. Sei auch immer du selbst und entschuldige dich nicht ständig für irgendwas, um ihr zu gefallen. Frauen finden Männer attraktiv, die in ihrem eigenen Frame leben. Sie will ein Teil deines Lebens sein, aber wenn du dich ständig für Handlungen entschuldigst oder dich in ihrem Frame begibst, sprühst du damit doch keine Dominanz aus. Oh. Konnte ich ja nicht wissen. Du vermittelst ihr, dein Leben ist langweilig und wieso sollte sie in dem Fall Teil deines Lebens sein wollen? Die meisten Frauen fühlen sich zu Männern hingezogen, die ihr so gut wie immer widersprechen. Das ist so. Neunter Punkt. Du fragst sie, ob sie deine Freundin sein will. Kann es sein, dass du dumm bist oder sowas? Wenn sie deine Freundin sein will, muss sie dich darauf ansprechen. Ihr hattet beispielsweise 4-5 Dates und du willst sie an dir binden. Du willst sie festketten. Mach das nicht. Frag niemals eine Frau, ob sie deine Freundin werden will. Glaub mir, sie wird Interesse verlieren. Du solltest niemals versuchen, ein Teil des Lebens einer Frau zu sein. Das ist ihr Job. Die Frau muss immer zu dir kommen und sollte ein Teil deines Lebens sein wollen. Und jetzt kommt der 10. und wichtigste Punkt.
Du erzählst ihr deine tiefsten Geheimnisse. Erzähl ihr niemals deine Geheimnisse. Sie hat zu dir gesagt, deine Geheimnisse sind bei ihr sicher. Leichtfertig bist du. Ich gebe dir Gründe dafür, warum du dich niemals bei Frauen leichtfertig öffnen solltest. Es hat schon einige Männer in den Ruin getrieben und dieses Thema ist wirklich sehr wichtig. Schluck unbedingt diese rote Pille. Ihr müsst verstehen, eine Frau ist dir körperlich unterlegen und sie kann dich nicht zu etwas zwingen. Aus diesem Grund ist ihre eigentliche Waffe, biologisch bedingt, die Worte, die sie von sich gibt. Eine Frau kann die Menschen in ihrem Umfeld auf eine Art und Weise manipulieren, wo der Mann einfach nur noch mit offenem Mund dasteht und sich fragt, wie zum Teufel sie das bewerkstelligt hat. Du bist am Arsch. Dieselben Geheimnisse, die du ihr erzählst, während du mit ihr im Bett liegst, während du dein Schutzschild hast fallen lassen, wird sie irgendwann gegen dich verwenden. Ihre Zunge ist ihre Waffe und du hast soeben ihre Waffe geladen. Wann sie die abfeuert, ist ihr überlassen. Warst du in der Schule das Mobbingopfer, weil du Mundgeruch hattest? Wirst du ohnmächtig beim Fliegen? Behalte es einfach für dich. Was? Oh je, was habe ich mir denn da für Beispiele einfallen lassen? Sobald es nämlich Stress gibt im Leben, kommen die herzlichen Worte immer zu dir zurückgeschossen. Du hast ihr in die Augen geschaut und sie sollte schwören, dieses eine Geheimnis für sich zu behalten. Sie meinte, dein Geheimnis ist bei ihr sicher. Aber sie kann dir sowas nicht versprechen. Ich habe dir schon in anderen Videos gesagt, dass du den Worten einer Frau nicht vertrauen darfst. Sie lebt im Moment. Sicherlich meinte sie es zu dem Zeitpunkt ernst, aber das kann sich bei ihr halt schnell ändern.